Der 8. Juli 2014. Noch wenige Stunden, bis das originale Moritz-Monument in der Festung Dresden abgebaut und verladen wird. Nie wieder wird es hier aufgestellt werden. Die hohe Luftfeuchtigkeit, die extremen Hochwasser und dazu die ständig aufsteigende Nässe haben das Monument stark geschädigt. Stück für Stück und mit äußerster Vorsicht wird es abgebaut. Klassische Fugen, die die Arbeit erleichtern würden, gibt es nicht. Das Team um den Steinmetzmeister Václav Elis, der bereits an der einzigartigen Kopie des Moritz-Monuments an der Festungsmauer mitgearbeitet hat, leitet den Abbau. Es ist ein bewegender Augenblick, als die Figuren wie Agnes von Hessen vor der Kulisse der Dresdner Hofkirche schweben. Fast ein Jahr lang wird das berühmte Denkmal nun in der Zwingerbauhütte gewissenhaft restauriert. Frank Hoferig ist Restaurator. Für ihn ist das Moritz-Monument mit seiner langen und wechselvollen Restaurierungsgeschichte eine anspruchsvolle Aufgabe. Nach dem Abbau und der Anlieferung mussten vor allen Dingen im Fugenbereich Mörteergänzungen, Fugenmörte entfernt werden. Es gab eine ganze Reihe von Ablösungen von Teilstücken, die mussten zugeordnet werden. Und dann wurde als erstes natürlich auch eine Oberflächenreinigung durchgeführt. Und nach der Reinigung kam dann schon die Entsalzung oder Salzminderung als Arbeitsschritt. Die Originalteile des Monuments sind stark mit Salzen belastet. In 4 Zyklen will er das Monument abwechselnd entsalzen und trocknen. Zuerst wird eine mehrfache Lakenzellstoffschicht aufgetragen, um die Oberfläche zu schützen. Darauf kommt eine Mischkompresse. Sie nimmt die Salze auf und sorgt für eine gute Abtrocknung des feuchten Untergrunds. Fast scheint es, als fühle Hoferig, was die Figuren aus Kottaer Sandstein, das ist ein besonders feinkörniger Sandstein, wirklich brauchen und handelt nach neuesten Erkenntnissen. Seit dem 19. Jahrhundert wurde das Monument mehrfach restauriert. Nicht immer hat das der Steinsubstanz gut getan. Standortwechsel, Festungsmauer, Dresdner Terrassenufer. Hier befindet sich die Kopie des Moritz-Monuments, ebenfalls aus Kottaer Sandstein. Vor mehr als 400 Jahren war das prunkvolle Denkmal ein sehr umfangreiches Ensemble, farbig gefasst und vergoldet. Heute gibt es nur noch den Mittelteil, das Hochrelief, mit seinen ausdrucksstarken Figuren. Es ist nicht nur eines der bedeutendsten Denkmäler Dresdens, sondern es ist sicherlich auch in der ganzen Kulturgeschichte ein sehr bedeutendes Zeugnis. Denn es ist eines der ältesten, vielleicht das älteste Denkmal auf einen Fürsten im öffentlichen Raum. Nun wird Hans Effenberger einen Abguss des Hochreliefs anfertigen. Der Kunstformmeister macht den Abdruck von der Kopie, um das Original zu schonen. Immer wieder hat er sich die Vorlagen angeschaut, bevor er selbst Hand anlegt. Besonders kompliziert das Abformen vor Ort. Die Schwierigkeit war ja eigentlich bei diesen Abformarbeiten, dass wir ja diese Figuren nicht irgendwie wegrücken konnten. Also wir hatten eigentlich immer irgendwas, was dann eben im Wege stand, und wir mussten uns Gedanken machen, wie wird dann eben so eine Form dann eben gebaut oder geteilt, dass wir sie auch wieder abnehmen konnten. Dazu kommt die Jahreszeit. Der Meister beginnt mit den Abformarbeiten im Oktober. Durch die einsetzende Kälte werden die chemischen Prozesse verlangsamt. Im schlimmsten Fall funktioniert überhaupt nichts mehr. Doch Effenberger hat Glück und kann jeden Arbeitsschritt wie geplant durchführen. Zuerst muss man sich das eben so vorstellen, dass man einen Silikonkautschuk eben anträgt, der eben erst im ersten Stadium dünnflüssig aufgetragen wird. Dann wird eben schrittweise immer die Silikonschicht verstärkt. Und als nächster Schritt wird dann eben auf dem Silikon der Gips angetragen, damit diese Silikonschicht
dann in der Form dann auch Halt hat. Es dauert Stunden, bis das Monument von Gips umhüllt ist. Dabei muss Effenberger genau aufpassen, wie aus dem Gipsmodell später sinnvolle Einzelteile für den Transport entstehen. Zurück in der Zwingerbauhütte beim Original. Die war jetzt 17 Tage drauf. Also im Regelfall werden die Kompressen 10 bis 14 Tage auf dem Objekt belassen, je nach Austrocknungsverhalten. In dem Fall haben wir noch ein paar Tage zusätzlich drauf gelassen, um auch wirklich sicher zu gehen, dass die Feuchtigkeit aus dem Stein in die Kompresse und damit verdunstet ist. Während Frank Hoferig die Kompresse entnimmt, wird er auch ein 10x10 cm großes Probestück herausschneiden. Im Labor wird die Probe dann auf den Salzgehalt untersucht, verglichen und ausgewertet. Nur so kann die Effektivität der zyklischen Entsalzungsmaßnahme geprüft und gegebenenfalls wiederholt werden. Unterdessen am Dresdner Terrassenufer. Vor 14 Tagen haben Hans Effenberger und sein Sohn Johannes Silikon und Gips auf die Kopie des Moritz-Monuments in der mobilen Werkstatt an der Festungsmauer aufgetragen. Jetzt sind sie vollständig angetrocknet. Vorsichtig entnehmen die beiden zuerst die Gipsmodellstücke und danach den Silikonmantel, der aufgrund der Farbigkeit und Flexibilität etwas gewöhnungsbedürftig wirkt. Sie arbeiten mit Hammer, Messer, mit den Händen und manchmal sogar mit Zahnbürsten, um alle Rückstände zu beseitigen. Dann folgt der Abtransport. Einzelteil für Einzelteil tragen Vater und Sohn alles über eine steile Leiter nach unten, um die Modellstücke später wieder zusammenzusetzen. Hier in der Werkstatt von Hans Effenberger entsteht ein Abguss nach heutigen Kriterien. Da geht es um Gewicht, um witterungsbeständiges Material, um eine transportable Lösung, wenn das nächste Hochwasser kommt. Deshalb fertigt Effenberger 15 Einzelteile, die wie bei einem Puzzle passgenau aufeinander sitzen und bei Bedarf wieder getrennt werden. Die Materialfrage löst der Kunstformmeister mit einem Spezialgemisch, das mit einem Acrylharz gebunden wird und dadurch sogar besonders haltbar ist. Es wird verarbeitet wie Gips und es hat ähnliche Eigenschaften wie Gips, aber es ist eben ein Mehl, ein Sandsteinmehl eben da drin mit einem Harz gebunden. Äußerst wichtig das richtige Timing. Damit die Hohlkörper noch nachkorrigiert werden können, dürfen sie nicht zu hart, das heißt die Masse darf noch nicht vollständig getrocknet sein. Schicht für Schicht entpacken die Effenbergers die Figuren. Ein aufregender Moment, der zeigt, ob der Guss auch wirklich gelungen ist. Ein paar Pinselhärchen und ein wenig überschüssiges Material, das schnell entfernt ist. Mit dem Ergebnis ist der Kunstformmeister zufrieden. Auch weil am Ende der Farbton und die nachempfundene Sandsteinstruktur übereinstimmen und kaum Unterschiede zum Naturstein erkennbar sind. Dann ist es endlich soweit. Das neue Moritz-Monument aus Kunststein erreicht im Juli 2015 die Festung Dresden und wird an der Stelle aufgestellt, wo vorher das Original stand. Es muss jeder Handgriff sitzen, das wissen auch Hans Effenberger und sein Sohn, die gerade das Schwert von Kurfürst Moritz entpacken, das es am Original schon gar nicht mehr gab.
Begleitet werden die Aufbauarbeiten von Iris Kretschmann. Der Museologin liegt das Exponat ganz besonders am Herzen, auch wenn es nur eine Kopie ist. Für sie gehört das Monument in die Festung und ist ein Stück Geschichte, das hier lebendig wird. Wir wollten unbedingt eine Kopie anfertigen lassen, damit die Besucher das ganz genau betrachten können, die Details sich genau anschauen können. Zum Beispiel die Gesichter oder auch die Rüstung oder auch das Kettenhemd. Und ich glaube, das ist ein tolles Erlebnis. Einzigartig und atemberaubend ist auch der Moment, als die restaurierten Originalfiguren am Dresdner Residenzschloss ankommen. Sie werden nun ihren endgültigen Platz im ersten Geschoss des bedeutenden Renaissancebaus finden. Es ist der sicherlich schönste Ort, wo man dieses Monument aufstellen kann. Ein Ort, in dem es auch wirklich zur Kenntnis genommen wird. Denn hier im Dresdner Schloss entwickelt sich ein Museum, in dem die Prunkstücke der Rüstkammer, des Grünen Gewölbes und anderer Museen zusammen mit dem geschichtlichen Ort wirken können. Damit enden die Arbeiten an dem einzigartigen Monument mit seiner abwechslungsreichen Geschichte. Es ist und bleibt ein wichtiges Zeugnis für die hohe Renaissancekunst der Bildhauerstadt Dresden. Wenn Sie für den Besuch in der Festung einen Audioguide benutzen, drücken Sie jetzt bitte die Play-Taste.